In diesem Video schauen wir uns eine weitere Seedbox an. Ich erkläre am Anfang, was eine Seedbox ist, für was man die gebrauchen kann und dann gehen wir auf den Anbieter genauer ein. Los geht's nach dem Intro. Erstmal die Frage, was ist eine Seedbox? Um das Ganze zu erklären, vereinfache ich jetzt ein bisschen. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen PC und stellt den in ein Rechenzentrum. Auf den habt ihr dann mit einer Fernwartungssoftware Zugriff, zum Beispiel mit TeamViewer. Dort könnt ihr nun beliebig Programme installieren, deinstallieren, Sachen runterladen oder hochladen. Dieser PC, der in diesem Rechenzentrum steht, der hat natürlich eine IP-Adresse von dem Rechenzentrum vergeben. Das heißt, ihr habt so eine Art Proxy und surft nicht mit eurer eigenen IP-Adresse im Netz. Und jetzt stellt ihr euch noch einfach vor, dass ihr keine Stromkosten bezahlen müsst für den Rechner, den ihr dahingestellt habt, sondern einfach nur eine monatliche Gebühr. Und den Rechner, den müsst ihr im Prinzip auch nicht bezahlen, das ist dann alles schon mit der monatlichen Gebühr abgedeckt. Und für was kann man sowas jetzt nutzen? Naja, wenn man zum Beispiel im Peer-to-Peer- oder Torrent-Bereich unterwegs ist und möchte Dateien tauschen, also hochladen und herunterladen, dann gibt es ja manchmal Dateien, die gar nicht so oft zur Verfügung gestellt werden und dementsprechend langsam laden. Jetzt will man ja nicht zu Hause seinen PC 24 Stunden laufen lassen am Tag, sondern es wäre doch praktisch, wenn dieser PC, der da in einem Rechenzentrum steht, einfach der läuft und das Ganze erledigen könnte. Und wenn die Datei dann fertig ist, komme ich vorbei und lade mir die zum Beispiel runter. Oder ich muss die mir gar nicht runterladen, ich kann die direkt streamen zum Beispiel, wenn es ein Film ist. Oder noch eine andere Möglichkeit, wenn ich meinen Computer hochfahre zu Hause, dann habe ich eine Synchronisation eingerichtet mit der Box, also mit meiner Seedbox. Und sobald ich den hochfahre, mein Synchronisationsprogramm startet, holt er sich die neuesten Dateien herunter. Also es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, warum sowas Sinn macht. Es kommt ursprünglich aus der Torrent- und Peer-to-Peer-Ecke, aber mittlerweile werden eben auch Usenet-Downloader zum Beispiel unterstützt. Wem das nicht reicht, der kann sich noch JDownloader installieren. Man kann also mit so einer Seedbox alle Quellen anzapfen, aus denen man Dateien bekommen kann. Diese lädt man dann wiederum auf die Seedbox herunter und kann sich dann überlegen, was man damit macht. Möchte ich die zum Beispiel in meinem Browser herunterladen oder möchte ich einfach aus der Ferne darauf zugreifen und mir Bilder und Videos anschauen? Ich könnte aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, naja, die Seedbox, die hat auch eine Festplatte dran, dann nehme ich das einfach als Sicherung. Ich kann ja darauf zugreifen und sichere da eben meine verschlüsselten Daten hin. Wäre auch eine Möglichkeit. Also ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen erklären, was eine Seedbox ist und für was man die gebrauchen kann. Jetzt schauen wir uns aber mal GigaRapid genauer an. Bevor wir das aber tun, noch ein kleiner Hinweis. Das Konto wurde mir zur Verfügung gestellt. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass GigaRapid auf mich zugekommen ist, ob ich denn mir ihren Dienst mal anschauen möchte. Und es gibt ein Affiliate-Programm. Also bitte sehr kritisch sein bei dem, was ich jetzt teste, denn ich kann jetzt direkt davon profitieren, wenn ihr euch dort einen Account kauft. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon mehrere Seedbox-Anbieter getestet, die haben so gut wie alle ein Affiliate-Programm. Jetzt einen da besonders zu loben oder so, würde für mich jetzt auch nicht besonders viel Sinn machen. Ich kann einfach den loben, der wirklich gut ist und naja, dann habe ich auch weniger Gemecker in den Kommentaren. Also zurück zum eigentlichen Thema. Was ich bei GigaRapid ganz gut finde, ist die Möglichkeit, dass man sich seine Seedbox sehr individuell zusammenstellen kann. Es gibt zum Beispiel Tarife für die 10 Gigabit Anbindung und für die 1 Gigabit Anbindung. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, das Ganze läuft eh im Hintergrund die ganze Zeit. Und das ist auch für mich der Grund zu sagen, eigentlich ist die Geschwindigkeit gar nicht so ausschlaggebend. Das Ganze kann im Hintergrund über Nacht oder sonst wie laufen und ich komme am nächsten Tag vorbei und lade mir die Dateien herunter. Und für sowas ist eine Gigabit Verbindung eigentlich immer noch schnell genug. Da brauche ich keine 10 Gigabit. Außer ich habe jetzt Spezialanforderungen oder so, meinetwegen, aber für so den Privatanwender würde ich sagen, ist 1 Gigabit völlig ausreichend. Ich werde da keinen großen Vorteil draus ziehen können, was Schnelleres zu haben. Ein anderes Entscheidungskriterium ist der Speicherplatz. Und da bekomme ich für 6,45 Euro 700 Gigabyte zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Die Tarife sind dann aber auch noch in der Gesamtdatenmenge pro Monat beschränkt, wie viel hoch und runter geladen werden kann. Hier bei dem günstigsten Tarif sind das zum Beispiel 7 Terabyte. Wer jetzt sagt, naja, so viel lade ich ja gar nicht runter, kann ich verstehen, aber da muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Man hat ja auch noch einen Upload. Das heißt, wenn ich einen Torrent herunterlade, wird er ja auch gleichzeitig hochgeladen. Aber für die private Nutzung würde ich trotzdem sagen, 7 Terabyte ist absolut ausreichend. Habe ich mich dann für eine Seedbox entschieden, dann habe ich die Möglichkeit, aus über 70 Apps auszuwählen, welche ich installieren möchte.
Es gibt auch schon standardmäßig vorinstallierte, wie zum Beispiel RTorrent. Seedboxen kommen ja eben aus der Torrent-Ecke und das ist immer noch der Standard-Anwendungszweck. Hier kann ich also Torrent-Dateien hereinladen und auch Torrent-Dateien erstellen. Wem das natürlich nicht genug ist, der kann sich zum Beispiel SubNZBD installieren. Das ist ein Download-Manager für das Usenet. Habe ich jetzt hier also zusätzlich noch einen Usenet-Account, kann ich das kombinieren und meine Dateien eben nicht bei mir zu Hause lokal ablegen, sondern eben in der Seedbox. Das gleiche geht dann auch beim Thema One-Click-Hoster. Ich kann mir hier zum Beispiel den JDownloader installieren und auch hier kann ich eben Dateien einreihen und herunterladen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass das in so einem VNC-Viewer ist, ist das nicht ganz so komfortabel. Zum Beispiel kann ich dort keine Anbindung mit Click and Load machen. Dazu müsste der JDownloader auf der gleichen Maschine laufen, wo auch das Click and Load läuft und das ist eben hier nicht so einfach realisierbar. Trotzdem, ich kann Links einfügen und Dateien runterladen, also die klassische Funktionalität eben. Bei den 70 Apps ist dann zum Beispiel aber auch noch der Zoom File Uploader dabei. Der ist jetzt eher für die interessant, die ihre Urlaubsvideos ins Internet laden müssen und dazu One-Click-Hoster benutzen. Und hier kommt auch schon so ein bisschen meine erste Kritik durch. Dieser File Uploader, den kenne ich persönlich auch und der ist auch wirklich praktisch. Der unterstützt einfach unfassbar viele File-Hoster. Ich kann einfach meinen One-Click-Hoster-Account hinterlegen und Dateien hochladen. Ja, das ist ja jetzt erstmal recht einfach, aber diesen Uploader habe ich eben, weil der mir auch Sachen automatisieren kann. Ich kann also eine große Datei reinwerfen und kann dem Programm dann sagen, dass er mir doch bitte diese Datei splitten und Passwort schützen soll und dann hochladen soll. Und das kann ich quasi in einem Abwasch alles machen. Ich muss also nicht vorher WinRAR öffnen, die Dateien splitten und dann hochladen. Das geht dann wirklich alles in diesem Programm. Ja, das geht, wenn man das lokal auf Windows installiert hat. In dem Fall geht das Ganze nicht, weil ja, man muss irgendwie die WinRAR-Exe angeben und das geht hier einfach alles nicht. Ich bekomme hier nur so eine eingeschränkte Sicht auf das Ganze und es funktioniert eben nicht so, wie es funktionieren sollte. Dateien kann ich hochladen, das funktioniert, aber diese Automatisierungsfunktionen, die der eigentliche Grund sind, warum ich dieses Uploader-Programm ja eigentlich nutzen möchte, die funktionieren eben nicht ohne weiteres. Zugegeben, das ist jetzt aber nur für die Uploader interessant und nicht für die normalen Downloader. Wem das jetzt noch nicht genug Funktionalitäten waren, dem kann ich noch auf den Weg mitgeben, dass man sich auch einen OpenSSH-Zugriff hier klicken kann, bei einem dieser 70 Apps, und dann kann ich mich eben per SSH auf einen Server einloggen, auf dem ich am Ende des Tages Root-Zugriff habe. Das heißt, ich habe einen Linux-Server, auf dem ich dann alles Mögliche installieren kann, was ich installieren möchte. Ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, für welchen kleinen Preis man hier einen Server bekommt. Immerhin zahle ich nur 6,45 Euro im Monat, bekomme diese 70 Apps und einen kompletten Server dazu. Und mir fällt jetzt so richtig gar keine Kritik ein, die ich äußern könnte. Ich hatte nur diese Probleme mit diesem Zoom-Uploader. Alle anderen Sachen haben eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich hatte immer wieder mal ein bisschen Probleme mit der Zwischenablage bei dem VNC-Server. Das habe ich dem Support gemeldet, der hat sich versprochen, darum zu kümmern. Die konnte ich dann aber immer noch ein bisschen hin und her auch beheben, die Probleme. Also jetzt auch nichts, was ich so richtig kritisieren könnte. Deshalb kann ich nur eine Kaufempfehlung geben und wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt. Wenn du schon Erfahrungen hast mit GigaRapid, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Ansonsten verabschiede ich mich und jetzt kommt die Outcard.